Pass auf! Ich will ja nicht so tun, als hätte ich alles richtig gemacht in den letzten Jahren. Du spionierst mir hinterher, du kontrollierst mich, du dringst in mein privatestes Privatleben ein. Wirklich, also Sachen, die dich auch einfach wirklich nichts angehen. Weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben uns bestimmte Rituale angewöhnt. Wie so alte Leute, die irgendwie schon seit 50 Jahren zusammen sind. Und andererseits sehe ich dich dann und weiß, dass ich will, dass es weitergeht. Also, wie gesagt, ohne irgendwie herablassend zu wirken oder so, aber ich habe schon auch von bestimmten Sachen eine Ahnung. Und du könntest mir auch einfach mal vertrauen, du könntest mir auch in bestimmten Bereichen einfach mal sagen, mach das, hilf mir. Und dann bin ich wieder so wütend an anderer Stelle, weil ich meine, ich habe es schon 100 Mal gesagt und wir haben es schon so oft durchdiskutiert und es ist immer das Gleiche. Ja, es ändert sich einfach nichts. Ich meine, es wird dann gesagt, es wird beim nächsten Mal besser und dann sprechen wir darüber und ja, aber Europa, wir müssen reden. Über Demokratie und Bürgerrechte. Über einen europäischen Bundesstaat mit starkem Parlament und klaren Zuständigkeiten, der den Bürgern die Luft zum Atmen lässt und unsere Privatsphäre respektiert. Dafür kämpfen die Liberalen. Deshalb unterstütze uns und wähle am 25. Mai bei der Europawahl die FDP.